Grüezi wohl, einen herzlichen guten Abend hier zu Reinis Nachtgedanken. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und dass Sie wieder mir Ihr Ohr schenken. Heute Abend möchte ich aber keine Geschichte aus irgendeinem Buch oder von einer Erzählung bringen, sondern ich möchte heute Abend eine Geschichte aus meinem Leben bringen. Ich hatte immer eine Frage an meine Eltern und meine Großeltern und es war jene Frage, wie konnte eine Gesellschaft es zulassen, dass man ein Land zerteilt und mitten durch Europa eine Mauer zieht? Hatte man nicht vorneweg irgendwie eine Ahnung, ein Hinweis darauf, dass dies passieren könnte? Ich fragte immer wieder und lauschte und stellte fest, dass nicht viele Menschen darüber sprechen wollten. Doch eines wurde mir deutlich, nämlich, dass es Hinweise schon gab. Auch wenn damals Walter Ulbricht sagte, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Und so erfuhr ich, dass viele Menschen im Vorfeld, bevor an einem 13. August 1961 dieses geschah, dass viele Menschen versuchten, den Absprung zu kriegen. Sie gründeten im Westen Deutschlands ihre Existenz neu. Sie verließen den östlichen Teil Deutschlands. Oder sie suchten in dem westlichen Berlin eine neue Heimat. Viele versuchten auch, irgendwie ein zweites Standbein, ein Hin und Her, ein ständiges Loslassen und wieder ankommen und wieder zurück. Ja, und viele versuchten auch, finanzielle Mittel irgendwo ins Trockene zu bringen. Man ahnte, man wusste vorher schon, dass etwas Großes passieren wird. Dass es so hart käme, dass diese Mauer unüberwindlich werden sollte. Dass Stacheldraht, dass Hunde, dass Selbstschussanlagen montiert werden sollten. Das alles konnte man natürlich nicht ahnen. Aber in dieser Vorahnung bewegten sich Tausende von Leuten und brachten ihre Sache irgendwo ins Trockene, versuchten es zumindest. Und dann geschah es, ich war noch sehr, sehr jung. Ich habe es nicht direkt mitbekommen. 2 Jahre zählte ich. Aber dass viele Menschen sich darum nicht scherten und dass viele Menschen nur an sich dachten und ihr Schäfchen ins Trockene brachten oder auch diesen Landstrich verließen, um woanders sich anzusiedeln. Das hatte die Folge, dass nicht nur ich, sondern meine ganze Generation 30 Jahre plötzlich in einem Gefängnis waren. Wir konnten nicht frei reisen. Aber das Schlimmste war es, dass wir unsere Gedanken nicht äußern dürften. Man konnte nicht sagen, was man wollte. Man musste damit rechnen, Repressalien einzustecken. Und es konnte, wenn es ganz schlimm kam, der Weg in das Gefängnis führen. Unglaubliche Leitgeschichten taten sich auf. Unglaubliche Fluchtversuche, wir kennen es. Und wir wissen es, wie viele versucht haben, einen Graben geschachtet haben, mit dem Ballon in die Lüfte gegangen sind, ja selbst trainiert haben, um letztlich durch die Ostsee zu schwimmen. Die größten Fluchtversuche wurden nach der Wendezeit ausgestellt. Man konnte sie anschauen und man konnte sehen, wie die Menschen erfinderisch wurden. Doch das alles täuscht nicht darüber hinweg, dass wohl 1000 Menschen an der Grenze ihr Leben ließen.
Eine leidvolle Geschichte, die sich da auftat zwischen den beiden deutschen Staaten, mitten in Europa. Der eiserne Vorhang trennte Menschen, Familien, manchmal sogar Kinder von Eltern. Unglaublich. Und so habe ich mich immer gefragt, warum konnte das nicht verhindert werden? Warum haben nicht mehr sich dagegen aufgelehnt? Wahrscheinlich, weil sie alle mit sich beschäftigt waren. Mit ihren Ideen. Mit den Dingen, dass sie einfach weiterkommen könnten. Und dabei blieb das Gemeinwohl auf der Strecke. Heute überschlagen sich die Nachrichten. Wer hier und dort recherchiert, weiß, dass der unabhängige Sender aus Österreich auf 1 Schwierigkeiten bekommt und mit der Abschaltung rechnen muss. Wer weiter recherchiert hat, weiß, dass der Great Reset vorwärts geht. Dass so vieles schon geplant wurde und in der Schublade liegt. Und dass diese kleine Verschnaufpause, die wir jetzt gerade erleben in manchen Ländern, wohl dazu dient, diesen Gang noch einmal nach oben zu schalten. Die Ruhe vor den eigentlichen Dingen. So mag es den Bürgern in der DDR gegangen sein, kurz bevor die Mauer gebaut wurde. Da reiste man noch nach Berlin, nach dem anderen Teil von Deutschland. Da bewegte man sich. Es war Fröhlichkeit vorhanden. Man feierte Fäden. Und plötzlich war es vorbei. Und so frage ich mich, muss ich Geschichte wiederholen? Muss sich alles noch einmal vor unseren Augen abspielen, nur auf einem anderen Parkett, etwas viel, viel größer. Nicht nur zwischen zwei deutschen Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Was tun die Menschen? Was sehen die Menschen? Was wissen die Menschen? Was wollen die Menschen? Es ist unglaublich, was sich in unserer Zeit abspielt und doch wahr. Wir haben dann die 30 Jahre uns weiterhin getroffen. In kirchlichen Kreisen haben versucht, Widerstand zu leisten. Und das klappte nur bedingt. Menschen haben in diesem eingemauerten Gefängnis, die im Krieg waren, ihr Leben lassen müssen und haben die Freiheit nie wieder erblicken können. Was mag aus unseren Kindern und Enkeln geschehen, wenn wir heute die Augen verschließen? Was können wir tun? Eine junge Österreicherin ist unterwegs mit dem Programm Österreich betet. Ich denke, gegen so wahnwitzige Ideen wie den Transhumanismus haben wir nur geringe Chancen. Aber hat nicht Gott einmal in der Bibel gesagt, wenn ihr Glauben hättet, könntet ihr zu dem Berg sagen, versetze dich und er würde rücken. Wir könnten Berge versetzen. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Gottvertrauen haben. Ich würde mir wünschen, dass wir besser hinschauen und zwar nicht nur zu uns, sondern daran denken, was zukünftige Kinder und Kindeskinder erfahren und erleben würden. Ob es ihnen gefallen würde, wenn sie nur noch nach einer Elite sich richten müssten und nach ihren Vorstellungen leben sollten. Es ist keine schöne Geschichte. Es sind Gedanken aus meinem eigenen Leben und die mich umtreiben. Und vielleicht bringen sie uns ein Stück weiter, rütteln uns auf und sagen, es ist Zeit. Es ist Zeit, wir wissen Bescheid.
Und wir wollen nicht, dass noch einmal eine Mauer errichtet wird. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Ich wünsche uns allen eine gute Nacht. Eine erholsame Nacht, wenn das möglich ist. Auf jeden Fall eine gesegnete Nacht, die uns Gott schenken kann. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns auch morgen und übermorgen führen wird. Nehmen wir doch seine Hand an. Tun wir es nicht nur für uns und für unser Leben, sondern tun wir es für die Kinder und Kindeskinder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wenn Sie mögen, können Sie morgen wieder zur Losung einschalten. Ihr Reinhard Eisner.